Gregor Törsch ist abgetaucht. Ein gutes Jahr lang hat er fotografiert im Roten Meer, hat fertige Bilder mit in die fantastische Unterwasserwelt genommen und beides zusammen auf den Fotofilm gebannt. Und so sind Fotografien als merkwürdige Symbiose aus gesehener Realität und Traumwelt, geträumten Bildern entstanden. Wenn wir einfach abends ins Bett gehen und neue Sachen gesehen haben von einem wunderschönen Ausflug, passieren manchmal diese Momente, dass man halt eben Sachen vermischt miteinander. Auf einmal träumt man halt eben, man ist ein Taucher und man taucht aber in einer Welt, die man irgendwie in der Realität gesehen hat, wie zum Beispiel ein Flugzeug oder ein Tor, wo man durchgegangen ist in einem wunderschönen Park. Und im Traum verschmelzen diese beiden Realitäten eigentlich. Ein Träumer und ein Tüftler ging da zu Werke, rüstete eine 60 Jahre alte Kamera um und konstruierte große Glasbildrahmen und Unterwassergestelle für seine Traummotive. Wie er das als 20-Jähriger bei seinen Lehrmeistern der Special Effects in Hollywood gelernt hatte. Nur die Unterwasserwelt, das wusste er, ließ sich nicht so zurecht konstruieren. Da waren Demut und Geduld vonnöten. Kein Fisch der Welt interessiert sich für dich, ob du jetzt ein Foto machen möchtest oder nicht. Ganz im Gegenteil, wenn sie merken, dass du nervöse Energie in dir trägst, dann sind sie auch relativ schnell weg. Und sobald du ein letztes Foto gemacht hast und bupp, ist es gemacht und du entspannst dich sozusagen, bupp, kommen sie alle wieder raus und wissen, dass du nichts mehr von ihnen willst. Also es ist eine sehr unkorruptierbare Welt. Gebannt auf Schwarz-Weiß und immer an der Grenze des gerade noch Sichtbaren. Und eben deshalb von hohem ästhetischen Reiz. Dahinter die Idee, durch weniger die Bilder umso reicher zu machen. Und der entscheidende Augenblick, der gibt auch den Unterwasserbildern am Ende ihre Einzigartigkeit. Jedes einzelne Bild, was hier an der Wand hängt, habe ich unter Wasser gesehen und habe es gesehen und es sind irgendwie dann doch schon Schnappschüsse. Also ich sehe das, der Himmel ist super, klasse, die Fische, pam, und hoffentlich ist was drauf, so halt eben. Und deswegen ist jedes Bild eine Erfolgsstory. Und was für eine. 8 Stunden pro Tag hat Gregor Törsch unter Wasser bis zum Umfallen gearbeitet. In 250 Stunden 2000 Negative belichtet. Zu Bildern sind davon nur wenige geworden. Genau gesagt 26 Stück. Traumhafte Unterwasserstücke.